Den ersten Kunden haben wir da. Oder der war schon da. Und zwar, die Tretkurbel ist ihm abgefallen. Diese Plastikteil hier zum Vorziehen ist eben abgebrochen. Wahrscheinlich hat er richtig versucht festzuschrauben da an dem Ding. Und dem haben sie erzählt, muss er alles neu kaufen. Also diese Kurbel hier, die sieht noch sehr gut aus. Die Verzahnung ist noch wirklich frisch, die ist wirklich schick. Ich glaube nicht, dass er das neu kaufen muss. Aber ja, ich begreife, warum manche Leute immer so erzählen, ja, muss neu kaufen. Ja, muss man eh neu kaufen. Jetzt putze ich das mal und guck mir das nochmal an, genau. Nee, ist alles schick, alles frisch. Ja, ich bin hier. Ach Mensch, du läufst ja die ganze Zeit. Tja, gut. So, Nachbarschaftskomplikation auch geklärt. Jo, jetzt eine Stunde 22 hier oder was für aufräumen. Das ist ja ohne. Also hier habe ich noch einen Zug zu verlegen von gestern noch. Völlig langweilig eigentlich. Ey, wie gesagt, gestern war so tote Hose. Ich weiß nicht, ob ich den Block überhaupt verwenden soll. Das ist ja so jetzt, ey. Hier habe ich mal Werkzeug mal neu hingestellt. Und heute machen wir wahrscheinlich auch das Pitlock-Video. Wenn es heute wieder so öde wird, dann mache ich heute das Pitlock-Video endlich. Na, hat das die Jammer mal ein Ende hier. Pitlock hin, Pitlock her, Pitlock ist super, wunderbar. Ist bestimmt unknackbar jetzt. Aber ist ja auch egal, ey, wie gesagt. Was Pitlock sicher macht, ist nicht das System an und für sich, sondern eigentlich, was man dazu sagen muss, eigentlich jedes Mal, ist die Art, wie man es einbaut. Wenn man es nämlich falsch einbaut, nicht zu fest schraubt, also nicht fest genug schraubt oder was auch immer, ja, irgendwelche Scheiben vergisst, dann ist es halt nutzlos, dann ist es sinnlos. Und deswegen, das alleine macht das Pitlock aus. Also es macht nicht aus, ob ich das jetzt hier gut montiere, richtig fest sozusagen und aufbreche oder eben auch nicht aufbreche, aufgebrochen bekomme, sondern es macht es aus, wie ihr euer Pitlock montiert. Wenn es dazu eine Anleitung gäbe, Umbauanleitung, die es ja hier gibt, na, hier gibt es die Anleitung, na, dazu, wenn ihr die beachtet, dann bitte. Dann sollte es funktionieren. Nehme ich mal an. Ich werde es genau nach der Anleitung einbauen. Jetzt das Pitlock. Werde das draußen an der Laterne stellen, wie ihr wünscht. Unten auf dem Boden, wie ihr wünscht. Irgendwie anschließen oder so. Und dann werde ich versuchen, das aufzumachen. Jetzt mache ich erstmal eine Zugverlegung hier. Wie gesagt, das liegt mitunter. Meist ist es nicht das System an und für sich. Das ist schon ein geiles System. Ich finde es ja auch cool. Ja, ich finde das geil, als es damals auf dem Markt kam. Ich dachte, wow, geil. Endlich mal was, um so ein bisschen was, ein bisschen Sicherheit. So für deine Teile, Mann, wie oft haben sie mir schon die Gabel vorne rausgeschnitten oder irgendwas. Ja, das ist alles kein Hit mehr. Mit Pitlock hast du halt deine Sicherungscap hier oben drin für Pitlock. Ist das hier auch, wa? Ist das sogar auch? Ja, das sieht so aus. Und alles ist cool, keiner kommt mehr ran. Schon genial. Das haben sie mir damals in den 90ern, wie gesagt, die Federjahre rausgeschraubt. Das waren Zeiten. Wo noch Federgabeln nicht klaut wurden. Wo es sich noch gelohnt hat, weil die Federgabeln so gut waren, die zu klauen. Aber wie gesagt, jetzt machen wir erstmal hier. Ganz banal.
Einmal, zweimal. Ja, wofür? Speaks English? Ein bisschen. Okay. A little bit. Oh, Holland hat mal schön. Schön Danko. Schön Schranko. Also das ist immer so, wenn ich über Pitlock rede, dann kommt irgendein Auftrag hin, der mich davon abhält. Als sollte es so sein. Naja, wir machen das heute, ey. Ich muss das heute irgendwie umwendet um 22 Uhr. 23 Uhr ist mir scheißegal. Ich will das jetzt vom Tisch haben hier, diese Pitlock-Story. Muss endlich abgeschlossen werden, wa? Ja, next one. Kommt nicht dazu, vergesst das. Nicht mehr um 23 Uhr. Hallo. Ja, komm gleich. Ja, bitte. Ich habe fast einen 24er Bohrer. Ich habe meinen nämlich verliehen. Ein 24er Bohrer? Ja. Wofür denn bitte? Mist, ey. Ich habe meinen verliehen, weil es hat der Idiot zu. 24er Bohrer. Ja! Ich bin's nochmal! Ja! Sorry, dass ich gerade stirre. Mann, ich komme nicht dazu, hier diesen euren Zug zu verlegen, wa? Unglaublich. Oh Mann. Wer schafft? Da. Gut, Feierabend. Ja, ich schraube draußen. Ganz einfach. Drin ist halt Oll. Corona-Vorschriften werden immer strenger. Naja, darf sich halt keiner anstecken. Das Schild hat gerade gekauft. Oh, toll. Schönet, frühet. Vor Pre-Shell-Werbung. Ja, aber nur Blech. Ist egal, riesig. Dekorativ, schön. Motorenöl-Werbung ist immer gut. Ja, jetzt werden wir das komplett drin. Ne? Das Geschäft drin. Und das Geschäft draußen. Das geht ja jetzt für die Sommerferien, weil wir hier einen Parkplatz haben. Da drin arbeitet dann Achim. In der Werkstatt. Und ich arbeite hier draußen, da muss ich mir noch eine Plane oder so, falls es mal regnet, natürlich. Das wird eine Zeit, meine Fresse. Mann, ist das langweilig, ey. Ich kann das nicht. Ätzend. Okay, das ist ja langweilig. Das ist so langweilig, dass ich gar keinen Bock habe. Ich hole jetzt ein Rad raus, wo wir Pitlock drin schrauben und dann ist gut. So, ja. Nehmen wir einfach mit. Kennen wir ja schon. Hier sitzt ein normales Set drin, Sicherungsset. Hat auch völlig ausreicht. Wir bauen jetzt hier gleich Pitlock ein. So. So, okay, ich baue ein Pipa Pitlock. Tritt hier raus. So, toll. So, machen wir das mal auf hier. Ist ja noch verschweißt. Uah! Mit Sicherungskarte. Nur 5 Minuten. Und dann Pitlock auf die Wein, Lustiger.
Oh, machen wir zum anderen hier. Ja, wir haben ja schon. So ist er nicht. Ein Schlüssel gibt es nur noch dazu. Mhm. Hinterrad. Ich probiere es mal Hinterrad. So. Anleitung. Beachten, die vorhandenen Schnellspanner komplett entfernen. Jawohl. Entfettet ist das schon, wunderbar. Achso, ich hab's ja runtergeworfen, ja. So, also ich baue das ein. Ich baue das erstmal aus, um es dann wieder einzubauen. Yay. Okay. Rein. Super, genau. Das ist ja von der alten. Mit dem Pit handfest anziehen. Wieder die zwei Angriffspunkte, sehe ich schon jetzt. Handfest. Okay, dann wie fest letztlich? Maximal 8 bis 10 Newton mit Hilfe eines Werkzeugs festziehen. Den Newtonmetern. Ne, nehmen wir einen Newtonmeter-Schlüssel, damit das nicht sei, ist hier zu wenig an den Zungen oder so eine Kacke. Den stellen wir ein auf. Oh. Na, haben wir schon 6. 7, 8, 9. Machen wir auf 9. Jetzt brauchen wir nur noch. Schade, warum habt ihr hier keine Aufnahme drin? Hättet ihr doch wunderbar machen können. Ja, ja, so ist es da. Eine Nuss. Pitlock ist 14, ne? Bloß keine 14er Nuss, ey, ich fass es nicht.
Nein, ach Mann, nee, jetzt gib mir doch mal. So, wir sind bei 9 Newtonmetern hier, seht ihr das? Na, das ist ordentlich fest. Okay. Da wollen wir mal testen, wa? Runter damit, drauf auf die Straße. So Quatsch, wozu auf die Straße? Kann ich doch genauso hier auf den Boden stellen, das ist das gleiche. So ein Schwachsinn. So, jetzt probiere ich mal. Also seht ihr das? Könnt ihr das sehen? Zack. Dahinter hat es das Pickup drin. Die Bayer hat ja noch Kinder hier, muss ich auch noch mal so sagen. Die streiten auch noch miteinander. Ich probiere es mal mit zwei verschiedenen Schraubschlüsseln. Also kommst halt dran, als Dieb ist klar, hältst du dran fest, gehst drin und probierst aufzumachen. So, ach man, was soll ich denn sagen, Alter? Ich meine, mittlere Wochen. So, Schraubenzieher hier, ganz einfache Ding, einfache Nummer.
So. Das war der Pitlock-Test Nummer 3. Wie gesagt, ja, mit 9 Newtonmetern festgezogen, das Ding. Tut mir leid. Jetzt sagt nicht, das war nicht angeschlossen oder was. Das gilt ja jetzt absolut nicht. Das Ding war offen. Klar, ich brauchte 2 Ender zum Drehen. Ja, Mensch, na und? Ey, ist halt so. Pitlock ist offen. Ich baue wieder mein anderes Sicherungsset ein, das kriegt nämlich keiner auf, außer er hat einen Schlüssel dafür. Das ist Fakt. Also hier, wie gesagt, handfest. Hat einmal kurz geknöpft und war. Wo ist denn jetzt das Pitlock? Also, wie gesagt, das war der Pitlock-Test. Und alle Scheiben sind drin hier, also. Gut, die ist jetzt gut eingemauschelt. Hier, warte mal, hier ist eine Scheibe, da ist die Scheibe, da ist die knacke Backscheibe hier, wo das hacken soll. Halt drin. Klar, mit dem Schlüssel geht es leichter auf, aber eben ohne den Schraubenzieher. Schöne Pitlock. Ein bisschen zerkratzt ist es jetzt. Ich hoffe, es passt noch. Ne? So, wollen wir mal gucken, ob der Schlüssel hier noch greift eigentlich. Ist ein bisschen zerwirkt, guck mal hier, da ist eine ordentliche Schmarre drin. Ja, man braucht schon Kraft dafür, aber tut mir leid, ich habe jetzt noch mal Kraft. Ja doch, nee, passt noch, ist noch gut, kann man auch verwenden. Das war der Pitlock-Test, ich lasse ihn jetzt ungeschnitten, tut mir leid, dass das jetzt so lang war, so ein bisschen langwierig hier. Die anderen Dinger, wo ich gar nicht testen, ist jetzt das gleiche Verschlusssystem. Im Grunde genommen gleiches Muster, also bei dem, es kommt ein bisschen auch drauf an. Ich habe es jetzt nach Vorschrift eingebaut, aber es kommt natürlich jetzt auch ein bisschen drauf an, wie sieht der Schlüssel aus. In dem Fall hier gibt es 2 flache Seiten, das ist natürlich ideal. Du setzt mit dem Schraubenzieher an und mit Kraft kriegst du das Ding gedreht. Fertig aus. Mit der einen Seite drückst du ein bisschen rein, mit der anderen drehst du nach, ist das Ding offen. Ja. Hast du eins, was relativ rund ist, wo der Schraubenzieher so durchrutscht, ist das alles cool. Das Problem ist halt diese Außen, diese Hülle außen, weil die macht man sich damit zunutze. Ich wollte jetzt auch kein Video machen, wie bricht man Pitlock auf oder so. Wollte ich jetzt auch nicht hier jedem zeigen, aber ich meine, das ist ja verlangt gewesen, deswegen habe ich es jetzt hier gemacht. Ich habe das Pitlock-Set hier, also sagen wir mal so. Das ist geil, sowas zu haben, baut das richtig ein. Mit dem nötigen Drehmoment vielleicht einen Ticken härter, weil ich habe jetzt auf 9 Newtonmetern halt das Ding festgezogen und macht das vielleicht bei 10 oder so, dann wird es umso schwerer für den Dieb. Nicht jeder hat auch so eine Power oder was. Und ich meine, wie lange hat das jetzt gedauert vom Ansetzen bis zum Aufmachen? Weiß ich nicht. Ein paar Sekunden könnt ihr ja selber mal gucken. Hat dann einmal kurz geknackt, habe ich schon gedacht, ach scheiße, jetzt bricht irgendwas anderes weg oder so. Nee, aber das war das. Ja, so ist das. Ja. Ich sichere jetzt aber nach wie vor, wie gesagt, erstmal mit meinem, mit diesem Inbusschlüssel. Das hat natürlich auch jeder Dieb dabei. Das ist jetzt auch nicht sicherer oder sonst irgendwas, aber es ist halt nicht so teuer. Ne? Das kostet hier irgendwie 9 Euro, das Set. Und das ist gut. Das ist auch okay. Gut, also, nicht für ungut. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Sag mal, ey, heute ist so langweilig, könnte brechen. Irgendwie, Mann, ist das ein Ätz. Also wenn man sich aussuchen kann, wenn man sich ein Set aussuchen kann bei Pitlock, irgendwie ein Schlüssel, ein Verschlusssystem, würde ich immer einen nehmen, der relativ rund ist vom Schlüssel her und keinen, der so aussieht wie der hier. Das war jetzt ein dummer Zufall, dass jetzt genauso einer war, der leicht aufzubrechen geht. Der so dreieckig aussieht. Seht ihr das? Weil dann hast du eben 3 Punkte, an denen du wunderbar angreifen kannst. Wenn ihr einen habt, der so ein bisschen runder ist, ne? Viel geiler, viel sicherer. Ob man sich die aussuchen kann, weiß ich halt nicht. Wahrscheinlich nicht. Man greift ja die Packung so, wie sie ist. Man darf da bestimmt nicht vorher reingucken.
Danke auf alle Fälle nochmal an Pitlock für die Zusenden von dem Set. Da sind ja auch, wie gesagt, noch ganz andere Sachen drin. Und was ich sehr sinnvoll erachte, sind diese kleinen, obwohl natürlich ist auch nicht sicher, wenn man so will, ist nichts sicher, aber sind diese kleinen Schraubensicherungen. Ne? Diese Diebstahlsicherung für Standard M6 in Sechskantschrauben. Das ist ganz geil, weil damit rechnet man nicht. Da hat keiner was dabei, um das rauszuziehen einfach. Das finde ich ganz cool. Ja, diesen Pitstopper. Den finde ich ganz geil und vor allem kostet der bestimmt nicht so viel. Also. Gut, liebe Leute. So viel zum Thema Pitlock. Sind wir hoffentlich durch jetzt mit dem Thema. Und ja. Bis später. Habe ich mir übrigens extra geholt dafür. Habe ich mir extra von Proxon, nicht dass einer sagen könnte, ich hätte hier falsche Drehmomente oder irgendwas. Ne? Ich habe extra von Proxon so ein Ding geholt. Na, neu. Das ist das erste Mal, dass es jetzt eingesetzt wurde. Ja, gut. Und dann so ein Pitstopper drin. Weißt du? Nehmt doch einfach sowas, so ein Schnellsicherungsset, sowas wie das hier. Sowas hier, so mit Inbus. Der zieht ja auch und macht so einen Pitstopper rein in das Ding. Müsst ihr da auch rein gehen. Das soll passen. Dann kommt keiner mehr mit einem Inbusschlüssel klar oder so. Also ist ganz geil. Das Erweiterungsprodukt von denen ist ganz cool gemacht. Ja, ist wahrscheinlich für hier, weil M6 war, weil viel größeren, aber gibt es vielleicht auch für die kleineren irgendwann mal. Und so. Drin und fertig. Das hat mich immer geärgert. Früher, wenn ich hatte nämlich sowas früher auch schon. Und so, und dann bin ich eben, dann ist mir das Rad vielleicht mal umgekippt oder so und in den Dreck gefallen. Und du hast genau in so einer ollen Schraube, genau in so einem Schraubkopf, hast du so einen ollen Kieselstein drin. Das hat mich immer abgenervt. Bloß rauskriegst du die ja auch. Ja, also im Grunde genommen ist ja nichts anderes, das System. Du kommst da nicht mehr rein zum Aufschrauben. Und das war's. Jetzt kommt das Rad wieder in die Ecke. Hier sind die Schraubenzieher. Nochmal, das ist hier der kleine hat gereicht, der kurze hier mit dem Plänengriff und so. Ansonsten nimmst du den hier für Männer. Jetzt kein Schraubenzieher mit einer härteten Spitze genommen, weil bei den härteten Spitzen reißen die Enden immer ab und das wart. Also das geht da nicht. Jo, meine Kinder glotzen auch im Fernsehen, ey, das ist so totten langweilig hier, ist so totenfans. Keine Ahnung warum, ich weiß ja nicht, was los ist. Das Wetter ist toll, das ist super. Ich glaube, ich habe jetzt spontan beschlossen, einfach Feierabend zu machen. Weißt du, weil mir ist so langweilig. Da habe ich keinen Spaß gerade mehr. Oh. Wenn es so weitergeht, höre ich auf mit dem Laden. Ey. Da werden sich jetzt alle freuen. Oh, ey. Er macht echt keine Laune. Ich kann doch nicht hier stundenlang rumsitzen, ohne was zu tun. Ich bin echt auf die Ketten, ey. Klar, ihr könnt aufräumen, aber man ist auch so lustlos, wenn überhaupt nicht irgendwie. Ich weiß ja auch nicht. Gut, wie auch immer. Wenn ich jetzt hoch hier innerhalb von 5 Minuten klingelt der erste. Probieren wir es mal aus. Sagt ihr Tschüss? Was ist denn da los? Ey, kaufst du dein Fischstäbchen und spuckst es aus? Das war Nacken. Wahrscheinlich hast du nur die Panade gegessen und der Rest wird wieder entfernt. Panadenstäbchen. Yay, da wird außer Tipp blub blub.
Na, nicht verstecken, guck. Sehr schön. Aber wird gleich nachgepackt. Nachgepackt. Mit Panade nachgepackt, ohne Panade ausgepackt. Gut. Wir sehen uns morgen wieder. Oder so, oder übermorgen, oder wie es war noch immer. Hat sich nächstes Mal lohnt, überhaupt eine Aufnahme zu machen hier. Ob es überhaupt doch mal lohnt hier. Ich hab keine Ahnung. Laden aufmachen oder nicht. Corona sei Dank. Yay, wir feiern Corona-Party. Also, de facto ist, wir haben ja 1 Million Pfandflaschen, sehe ich gerade. Ja. Und ich habe im Keller noch viel, viel mehr. Ja, aber es nimmt immer ab. Ich nehme mir immer eine Tüte mit, dann sind es ja nur noch zwei. Und dann, wenn ich es nicht so mache. Anderthalb wieder drauf. Das ist immer ab, das wird immer höher. Das war mal da unten nur. Nee, jetzt haben wir Tüte 2, Tüte 3, Tüte 4 ist kritisch, weil die Abgase hier von der Laterne. Nicht, dass die mal Feuer fangen, die ganzen Tüten, der hat sich Kunststoff wegbrennt. Ohne Ei. So, auf Wiedersehen auf alle Fälle, wollte ich sagen. Ich wollte sagen, auf Wiedersehen, wir sehen uns morgen wieder. Macht der Typ, bis dann. Ciao, sagt der Tommy. Und der Family. Und der Family.